Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jetzt kommen wir zum Hardware-Video des Vodafone Curve. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein GPS, also ein smarter GPS-Tracker von Vodafone, der dazu auch noch richtig schick aussieht. Also ich habe hier den mit dem Kupferring. Da wird er geladen. Wir haben hier vorne ein Knopf, glaube ich, ist es. Und an der Seite. Mehr hat er nicht. Wir müssen uns auch noch die Vodafone-App runterladen, die Smart. Dann haben wir noch so einen Gummiring, was wir rummachen können. Und einen Metallring. Der kommt dann halt hier so rum, dass man das an die Jacke hängen kann oder an den Rucksack oder was weiß ich. Wir haben, habe ich alles im Unboxing zwar schon gesagt, aber ich mache es nochmal, auch ein USB mit dem dementsprechenden Gegenstück. Und das passt auch. Ihr braucht nur ranhalten. Und das geht automatisch ran. In der anderen Richtung passt das nicht. Da stoßen sich die Magnete ab, also da braucht ihr keine Angst haben. Passt nur in eine Richtung, ist auch stabil. Und auf dem Karton steht, wir brauchen die Vodafone Smart App. Aus dem Apple Store oder aus dem Google Store. Ich habe geguckt, ich habe bei mir nur Vodafone, nur die My Vodafone App drauf, wo ich halt meine Rechnung und alles verwalten kann. Jetzt gehen wir einfach mal in den Google Play Store. Also es ist ein kleiner Kritikpunkt, nur ein kleiner, so am Rande. Ich finde es schade, dass hier kein QR-Code irgendwie drauf ist, so wie man es kennt von anderen oder auch auf der Rückseite hier irgendwo. Wir haben eine Serialnummer, eine E-Mail, die will ich euch lieber nicht zeigen. Der Tracker ist mit bei, USB-Kabel ist mit bei und ein K-Ring. Ja, kann man auch an Schlüssel machen zum Beispiel, um den Schlüssel wiederzufinden, wenn man den Schlüssel andauernd verliert oder so. Jetzt neu Google Play Points. Ich bin Bronze. Okay, jetzt kannst du hier bei Google irgendwie Points sammeln. Keine Ahnung. So. Wie heißt das? Vodafone Smart. Vodafone Smart. Ah, hier haben wir sie gefunden. Hat bis jetzt 2,6 Sterne. 100.000 plus Uploads. Bewertung sieht durchwachsen aus. Bewertungen sehen nicht gut aus, muss ich so sagen. Also ich werde auch hier irgendwo werde da Werbung sehen, weil ich habe das gratis zur Verfügung gestellt gekriegt von der Webseite MyTest. Da soll ich dann was dazu schreiben. Ich bin nicht verpflichtet, jetzt die Videos zu machen, aber ich nutze das gleich, weil ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant. Hier haben wir dann auch Videos, ach Quatsch, Bilder, wie das dann aussieht. Also falls er komische Geräusche hört, Mausi liegt hier auf, also praktisch fast unter der Kamera auf dem Stuhl und schnarcht. Und schnarcht laut. So, los geht's. Beginne mit deiner Mobilfunknummer. Habe ich hier eine Mobilfunknummer mit bei dem Tracker? Ich glaube, wir brauchen doch die Bedienungsanleitung.
So. Zubehör. Störung, der Akku. Hörgeräte, medizinische Geräte. Ja, das war's schon. Also wir haben hier eigentlich nur Informationen wegen Hörgeräten und so, wegen Störungen und so, aber hier sind keine Informationen mit bei, wie ich es anschließe. Das Gerät oder Zubehör. Ja, man soll es vom Feuer fernhalten. Gut, dass man mir das sagt. Okay, also Bedienungsanleitung ist es nicht. Es ist halt nur. Okay. Naja, okay. Dann müssen wir uns jetzt da so durchschlagen. Ich gebe mal meine Mobilfunknummer ein. Ich glaube, dass es nicht nur für Vodafone-Leute ist. Aber ich habe ja jetzt eine Vodafone-Nummer, die gebe ich ein. Angaben für nächste Anmeldung speichern. Ich kriege einen sechsstelligen PIN. Bestätigen. Also ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil dann sieht man meine Nummer und so. Hey, füge ein Gerät hinzu. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Füge ein Gerät hinzu. Und jetzt haben wir die Variante V-Multi oder Curve, Smart SIM, V-Home, Kipi Vita, V-Auto. Achso, gibt es auch gibt ein Vodafone Auto. V-Auto. V-SOS-Band. Was ist denn ein V-Auto? Also, falls das einer von euch hattet, muss ich nachher mal googeln. Das sieht interessant aus. Sieht aus wie so ein. Also, rein von der Form her sieht das aus wie so ein ODB-Stick, was man unten in die ODB-Schnittstelle macht. Aber wir nehmen halt oben die Variante mit dem Curve. Akzeptieren. Wir akzeptieren die allgemeine Geschäftsbedingung. Schalten Sie den Curve ein, indem du einen Ausschalter an der Seite gedrückt hältst. Also das ist super. Also das Einzige, was ich bis jetzt zum Meckern habe, ist wirklich, aber das ist eigentlich vielleicht auch bedienerfreundlich, dass man irgendwo einen QR-Code. Man hätte ja hier irgendwie einen QR-Code drauf scannen können oder auf der Rückseite einfach nur einen QR-Code drucken können. Das ist aber bis jetzt das Einzige. Mal gucken. So, weiter. Achso, ich muss jetzt hier erstmal anschalten. So, jetzt piept er, hat alle geleuchtet. Jetzt leuchtet nur noch in so ein Button. Wir benötigen weiter Zugriff. Also man kann nur sagen, Zugriff nur während des Teils, also während man hier in der App ist. Also ein Curve hat er gefunden. Er sucht zwar noch weiter. Also das wäre jetzt ein Zufall, wenn jetzt hier noch drei, vier Curves irgendwo auftauchen würden oder wenigstens einer. Aber es scheint nicht so. Nee. Und den Curve wähle ich jetzt aus, mit Gerät verknüpfen. Dein Curve ist verbunden. Also man sieht auch nichts blinken. Der Curve ist aber verbunden. Wähle deine Service-Option. Curve Service für 2 Jahre inklusive. Danach 2,99 € monatlich. 24 Monate Service inklusive. Ach so, okay. Also jetzt sagt er mir hier an, wir haben für 2 Jahre Service inklusive. Bei meiner Version und nach diesen 2 Jahren monatlich kündbar 2,99 €.
Da müsste ich jetzt auch mal nachrecherchieren, wie das jetzt aussieht. Ob man das, weil ihr wisst es selber, wie es ist, wenn man was 2 Jahre hat, vergisst man das schon mal, dass man da irgendwas kündigen muss oder verlängern muss oder so. Ob das automatisch weiterläuft oder ob wir da sagen müssen, hier, läuft automatisch ab und ich muss bestätigen, dass ich Geld bezahlen will. Es geht um die 14 Jahre, akzeptieren. Die Große ist ja zwar jetzt nicht in der Schule zum Testen, aber meine Frau nimmt das nächste Mal mit auf Arbeit und dann können wir gucken. So, Curve Service gratis. Service für 2 Jahre inklusive. Danach 2,20 € monatlich kündbar. So. Die Summe rechnen wir deiner nächsten oder deinem Mobilfunkrechnung oder deiner Prepaid-Guthaben ab. Die Zahlung erfolgt unter AGB. Ich habe wieder 14 Tage Widerrufsrecht, okay. Service für 2 Jahre inklusive. Also für 2 Jahre definitiv gratis. So, jetzt verbindet er oder geht erstmal in die Benutzeroberfläche rein. So, das mal wegmachen. So, jetzt ist er da. Wir sind fast fertig. Wir aktivieren deine Smart SIM. Es dauert in der Regel 10 Minuten, kann aber auch bis zu 24 Stunden dauern. Das kenne ich von Vodafone, das ist genauso bei Karten. Ich habe ja hier der Huawei P30 und da ist eine Nano-SIM drin. Und ich hatte vorher eine Micro-SIM oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Was bei dem? Doch, bei dem. Habe ich doch getauscht. Nee, bei dem konnte ich sie kleiner machen. Aber vom Umsteigen vom Samsung auf Huawei, da brauchte ich eine neue Karte. Die habe ich bei Vodafone angerufen. Die haben mir dann eine Karte zugeschickt. Und da hieß es auch 10 Minuten bis 24 Stunden. Ich habe die aktiviert. Oh, die war. Pff. 2, 3, 4, 5 Minuten später war die aktiviert. Also da waren keine Probleme. So, ich habe jetzt aber eine Message gekriegt von Vodafone. Lieber Vodafone-Kunde, Sie haben Curve Service erfolgreich gebucht. Sie zahlen für den Service 0 € im Monat. Der Service hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Sie können Ihren Curve Service jederzeit in Vodafone Smart App verwalten. Freundliche Grüße, Vodafone Team. Also ihr Vodafone Team. So. So. Und so sieht es jetzt aus. Hinweis. Sofortalarm. Halte die Taste gedrückt, um einen Sofortalarm zu teilen. Okay, also wir haben jetzt hier das in der Mitte. Das hier ist eine Taste. Und wenn wir die hier gedrückt halten, okay, jetzt hat was vibriert. Smart Curve Alarm wurde aktiviert. Also man hört hier nichts, also sozusagen ein stiller Alarm ist gar nicht mal so schlecht. So, Zone, füge neue Lieblingsplätze hinzu und bearbeite sie. Ortungsmöglichkeit. Ändere den Modus, um
Laufzeit zu verlängern. Schlüsselring-Zubehör. Sieh das Band von Curve ab, um das Zubehör zu wechseln. So. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Also wirklich rangezoomt. Der Curve bewegt sich auch. Also den Curve hat er mir jetzt angezeigt auf der Wiese vorm Haus. Also da habe ich so ein Bild vor einer Minute. Und dann habe ich hier noch einen GPS-Standort, der soll zu mir zählen, denke ich mal. Also zu meinem Handy. Ein Curve ist im gelben Bereich von der Batterie, also Mitte, obwohl halt gerade mal ein bisschen was fehlt. Und ich bin auf der Seite vorm Haus, auf der Wiese. Also ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Es ist wirklich sehr nah dran. So, Modus. Energiesparmodus. Standardmodus. Die werde ich alle mal testen. Leistungsmodus. Und Echtzeitmodus. Ich mache mal Echtzeit. Aktiv. Passiert da irgendwas, wenn ich den hier so minimal, bei ein paar Metern wird hier nichts passieren, aber der frisst dann halt natürlich Akku. Standardmodus lassen wir mal drin. So, Update. Wir können Update drücken. Und dann sucht er halt und zeigt mir den wieder an, wo er ist. Also hier. So, dann haben wir Verlauf. Den kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, weil da steht meine Adresse. Heute. Dann haben wir Zone. Du hast noch keine Zone gespeichert. Wir können eine Zone speichern. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Und dann nehme ich die Zone, die er jetzt gerade, wo er gerade sich befindet. Und die können wir nennen Home. Speichern. Deine Zone gespeichert. Home. Wir können eine neue Zone hinzufügen. Dann können wir einfach auf der Landkarte hin und her scrollen, aber brauchen wir jetzt nicht. Einstellungen, Standardmodus, Energiesparmodus, Profil. Name bearbeiten. Also wir können den Namen bearbeiten. Ich lasse aber Curve drin. Brauche ich jetzt nicht unbedingt einen anderen Namen. Foto. Wir können das Foto bearbeiten, Foto aufnehmen, wähle ihn aus der Galerie. Achso, da könnte ich jetzt aus meiner Galerie ein Foto vom Curve nehmen. Es ist schön, dass man es machen kann. Könnte man vielleicht, wenn man mehrere Curves hat, man hat mehrere Kinder, dann kann man halt die Fotos der Kinder da reinmachen und sieht dann halt Kevin, Karl-Heinz, Ingeborg und dann kann man dann auch dementsprechend den Curve natürlich umbenennen, dass man halt Ingeborg oder Ingeborgs Curve oder was weiß ich nennen. Und dass man dann halt, ich muss mal gucken, sieht man was? Nö. Dass man dann da halt oben die Bilder drin hat und den Namen. Das ist gut. Für mich jetzt, ich habe nur einen Curve. Ich lasse das auf den Standardeinstellungen. Benachrichtigungen können wir hier auch noch einstellen. Sofortalarm können wir zulassen. Zonen aktiviert. Aktivität. Akkustatus und Firmware-Update haben wir jetzt alles an. Das werde ich auch alles anlassen. Ich will ja über alles benachrichtigt werden. Mehr erfahren. Zubehör ändern. Aha. Okay. Okay. Zubehör. Ach so, ich habe mich geirrt, okay. Ich muss das Signaturband runterdrücken.
Nutze Sofortalarm, das haben wir ja gerade gemacht. Aufladen. Achso, wenn er leer wird, blinkt er rot. Verbindung prüfen. Grünes Licht bedeutet, dass du mit Vodafone-Netzwerk verbunden bist. Orange Licht hingegen bedeutet, dass du nicht verbunden bist. Okay, wir können jetzt hier an der Seite den Knopf, haben wir ihn, hier einmal drücken, den hier. Und ich habe grün, ich bin mit Vodafone-Netzwerk verbunden. Wenn es orange wäre, wären wir nicht verbunden. Echtzeitmodus, Echtzeitmodus, also den haben wir ja schon getestet. Curve aktualisieren. Okay, dann haben wir das alles fertig. Und wir sollen, das wusste ich jetzt auch nicht, hier sollen wir rein. Ah, okay. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wartet mal, ich werde mal kurz die Kamera nach unten machen. So, wir haben das. Ich habe gedacht, das ist ein Gehäuse an sich und dass wir den Ring hier einfach drüber stülpen müssen. Das ist falsch. Wir haben, also in der, die App hat es mir gesagt, so einfach hier das hier abziehen. So, und dann haben wir ein normales Gummigehäuse, einen normalen Gummiring. Den tauschen wir einfach aus. Da müsst ihr aber aufpassen. Ihr habt hier auch wieder eine Taste, also so eine Ausbuchtung. Wartet mal, dass man das sieht. Da. Für die Taste. Die ist dann hier. Und da muss das natürlich dann wieder rein. Hoppala. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten hinkriegen. Gott. So. So muss das. Ich habe da auch noch mal im Ring hier so eine, seht ihr das hier, die Ausbuchtung? Das ist unten. Das muss nach unten. So. Und so. Hier ist auch noch, ich glaube, der eine Knopf hier, das könnte ein, der kleine runde, wo man reinpieken kann, das könnte ein Reset-Knopf sein. So. Nur mal gucken, dass ich das mit meinen dicken Wurstpfoten hier auch vernünftig drüber kriege. Oh. Oder es fällt runter. So. Ach nee, okay. Ich habe es gerade was gesehen. So, wir brauchen uns nicht nach dem Knopf richten. Wir müssen uns einfach nur nach der Ausbuchtung richten. Aber das haut doch nicht hin, oder? Doch. Hier haben wir nämlich so eine Ausbuchtung im Curve unten. Und da müssen wir uns einfach nur nach dem richten und stülpen das Gummiband hier dementsprechend drüber. Ich zeige euch das gleich. So. Und dann ist das da in dieser Ausbuchtung drin. Ist auch dehnbar. Wir gucken mal, ob wir den Knopf noch drücken können. Ja, wir haben grün. Wir sind erreichbar. Wir können auch mal den Schlüsselring drüber stülpen. Das funktioniert super. Was ich gut finde, ist, selbst egal welches, was wir benutzen, also mit Schlüsselring oder einfach normales Gummiband drum, wir kommen jederzeit an den Akku ran. Wir brauchen hier nichts abbauen, nichts machen, einfach zack und laden und fertig ist. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Optisch ist es auch ein kleiner Hingucker. Man soll ihn ja nicht so auffällig haben. Man soll ja nicht sehen, dass man per GPS nachgetrackt werden kann. In der Regel. Aber ja, so, dieses Schwarz-Kupfer finde ich so an sich ganz ansprechend. Ich glaube, weiß gab es auch. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Hier haben wir, glaube ich, auch noch eine Schutzfolie drauf. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen sehen, dass da so eine Schutzfolie drauf ist. Ich werde diese Schutzfolie natürlich drauf lassen. Ich lasse die auf allen Geräten immer drauf, bis es nicht mehr geht. Ich habe die Schutzfolie auch noch auf meinem Autoradio, auf dem Display, auf meinem letzten, was ich ausgebaut habe, ist die Schutzfolie auch noch drauf. Dann zerkratzt den Bildschirm halt nicht so. Genauso auf Handys lasse ich es in der Regel auch immer drauf. Früher, ja, jetzt halt nicht mehr, weil jetzt steht auf den Handys halt auch irgendwelche Daten drauf. Also auf dem Durchsichtigen finde ich halt nicht mehr so schön. Deswegen muss ich es jetzt immer abmachen. Und dann mache ich halt einfach mein Panzertape drauf und fertig ist. Also nicht Panzertape, also ein Panzerglas. Das hole ich mir dann immer. Ja.
Und wie gesagt, mit Handy bin ich bei Vodafone schon seit, was haben wir denn jetzt, 2020? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre bin ich jetzt schon bei Vodafone. Damals D2, nee, die hieß erst Mannesmann. Mannesmann, D2 Mannesmann, dann nur D2, D2 Vodafone, dann nur Vodafone. Ja, also seitdem bin ich eigentlich schon da. Ich habe auch wohl irgendwo noch in den Schubladen meiner alten Mannesmann- und D2-Karten irgendwo drin. Oder hieß das Mannesmann D2? Boah, das ist schon so viele Jahre her, ey. Und da hatte ich erst einen Vertrag, dann Kolja, in der Lehre dann umgeändert. Nee, nach der Lehre hatte ich Kolja gemacht, weil ich nicht mehr so viel gebraucht habe. Dann habe ich wieder einen Vertrag, also ich habe meinen Vertrag in Kolja umschreiben lassen. Und von Kolja in Vertrag haben sie damals ewig gebraucht. Deswegen habe ich das halt, hab ich mir eine neue Karte geholt. Die Karte, die jetzt hier drin ist, also die Karte ist neu, aber der Vertrag, also der laufende Vertrag, der immer wieder geändert wird, der ist jetzt, boah Gott, den habe ich 2000 oder 2001 gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann aber auch sein, dass es 99 war. So, sagen wir mal zwischen 99 und 2001. So lange bin ich schon bei Vodafone. Und mit Handy bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Kundenbetreuung habe ich immer erreicht. Hier bei uns ist Vodafone extrem gut ausgebaut, im Gegensatz zu anderen Netzen. Und da kann ich echt nicht meckern. Und eigentlich jeder hat bei uns hier Vodafone gehabt. Deswegen bist du da immer mit am besten gefahren. So, egal. Ich schweife ab. Wir haben uns den jetzt angeguckt. Hardwaremäßig, ich werde den jetzt benutzen. Meine Frau mal fragen, ob sie so nett wäre und den mal mitnehmen kann, wenn sie nächstes Mal arbeiten ist, wegen Überprüfung. Ich werde den auch so jetzt mitnehmen. Ich will dann mal gucken in der App, ob man dann irgendwie nachvollziehen kann, wo man war. Also, ich habe die App ja hier drauf, dass ich halt gucken kann, wo ich gerade bin, logischerweise. Aber, weil normalerweise sind die ja nicht dicht zusammen. Ja? Aber auch, ich will mal gucken, ob man dann nachgucken kann, wo man war. Ob man halt Wege nachvollziehen kann oder sagen kann, da und da hast du Stopp gemacht, da warst du so und so lange oder so. Ob man das nachvollziehen kann. Also ich habe da schon was gesehen in der App. Aber ich weiß nicht, inwiefern genau das ist. Meine Infos. Ja, wo waren das jetzt? Das habe ich vorhin noch gefunden. So, und zwar mehr erfahren, Infos, Benachrichtigungen. Ne, da sind nur Zonen und Benachrichtigungen. Wo war denn das? Ach so, hier muss ich oben den Reiter Zone. Home, Verlauf, bei Verlauf. So, ja doch, bei Verlauf sehe ich das. Der macht hier in unregelmäßigen Abständen, nee, alle Minute oder so. Du hast. Guck danach und hier steht immer die gleiche Adresse. Auf der Karte sehe ich es. Auf der Karte wird es jetzt noch genauer sogar. Okay, also das ist jetzt mein GPS. Also mein Handy soll sich angeblich bewegen. Das soll da hinten jetzt irgendwo rumlaufen. Oder ist es der, nee, der Curve ist das? Ach so, nee, das ist die Mitte. Die Mitte vom Curve wird auf der Wiese angezeigt und der Curve wird jetzt hier auf der Seite angezeigt. Und wenn ich den bewege, weil ich ihn bewegt habe, kommt er dann kurze Zeit später hier an und dann sieht es halt so aus, als wenn er kurzzeitig ein Stück nach links, ein Stück nach rechts, aber hier kommt es halt ein bisschen größer zur Geltung. Leider kann ich euch das nicht zeigen. So, das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, ich muss ja zugucken, dass ich das nicht verloren, dass das nicht verloren geht. Zum Laden, das also alles erstmal wieder wegpacken. Ich werde auch gucken, dass ich dann mal gucke, wie lange der Akku hält. Ich werde den dann mal in den Echtzeitmodus setzen und gucken. Wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.